300 Follower. Und dafür erstmal riesen Dankeschön und ein kräftiges Au an der Stelle an euch da draußen. Ihr seid spitze. Und damit habe ich dann auch gewartet auf die 300. Folge, die ich anbieten kann. Da wir ja keine Spartiaten in diesem Game haben, müssen wir uns mit dem 300. Thema begnügen, das wir finden können. Und ich habe mir gedacht, da machen wir jetzt mal die Wikinger. Ist im Gameplay schon im Prinzip mit drin gewesen, aber jetzt befassen wir uns mal wieder ein bisschen mit der Thematik an sich und was es damit eigentlich so auf sich hat. Und wo wir da auf der Karte sind, das zeige ich euch auch hier bei Roanoke Valley über Ennsburg. Ja, ziemlich genau an dem Punkt jetzt hier. Da trefft ihr zum einen den Werwolfmann auch, als aber eben auch, dass hier die Grabstätte zu finden ist. Und dann werden wir jetzt mal rübergehen und erstmal ganz kurz standardmäßig erkunden, so wie jeder das macht. Wer waren diese Menschen? Also er schreibt mehr so Typen, Fellas. Aber ja, im Prinzip drückt er damit dasselbe aus. So, da haben wir eine schöne Zeichnung auf zwei Seiten verteilt. Sieht klasse aus. Und dann gehen wir da mal rein. Ja, im Prinzip gibt es hier so drei Sachen zu erkunden. Das erste wäre hier vorne das Wikingerbeil. Dann habt ihr hier so ein bisschen die Innenräume. Dann gibt es hier den Wikingerhelm. Und hier drunter befindet sich noch ein Wikingerkamm. Den sehen wir im Augenblick noch nicht. Dafür müssen wir die Totenköpfe so ein bisschen beiseite rücken. Unter dem zweiten von links sehen wir den aber liegen. Wir sammeln die Gegenstände schon noch ein, keine Angst. Ich wollte sie bloß erstmal zeigen. Denn im Augenblick, wenn man jetzt hier so reinkommt, um erstmal das Gesamtbild nicht kaputt zu machen, hat man ja so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt hier diese Grabstätte mit Wikinger-Sachen befüllt wurde, um, ja, zu ehren oder dergleichen. So denkt man ja dann erstmal, wenn man reinkommt. Wenn man sich jetzt allerdings mal ein bisschen mit Wikingern auseinandergesetzt hat, dann weiß man, dass die eigentlich nicht so für ihre Grabstätten bekannt sind. Und was es damit eben auf sich hat und dass das hier keine Grabstätte der Wikinger ist, das werde ich euch in dieser Folge mal zeigen. Dafür machen wir uns mal an eine ganz andere Stelle rüber und sehen uns gleich wieder. Jetzt haben wir uns hier nach drüben begeben, auf die Seite von Ennsburg. Und zwar sind wir genau hier drüben an diesem kleinen Ausreißerzipfel hier auf der Karte. Und genau an der Stelle, ja. Gut, also. Was können wir hier finden? Ein weiteres Indiz, ein weiteres Stück Hinweis, das uns mehr über die Wikinger verrät. Das werden wir jetzt erstmal untersuchen. Botschaften aus einer vergangenen Welt. Ich frage mich, was da steht. Wonder what this said. Was das aussagt, sozusagen. Ja, da schauen wir uns mal an, was das aussagt. Um den jetzt zu entziffern, beziehungsweise zu lesen, ja, diese verschlüsselte Nachricht darauf lesen zu können, muss man überhaupt erstmal verstehen, was man da sieht. Und was wir da sehen können, bezeichnet man auch als Futag. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Und ja, dazu habe ich euch auch mal eine kleine Erklärung eingeblendet. Als Futag bezeichnet man gemeingermanische Runenreihe. Ja, ihr könnt ja anhalten und euch das nochmal kurz in Ruhe durchlesen. Und stammt eben aus dem Raum Skandinavien, Grönland, Russland und die meisten aus Schweden, die bekannt sind. Ja, was steht da im Prinzip? Also, die Inschrift gibt uns Folgendes wieder. Wir kamen mit dem Boot, wundervolles Land, gnädige Menschen, so ließen wir sie in Frieden leben. Mit dem ersten Teil haben die meisten auch nicht so ein Problem. Das kann man sagen, ja, wird wahrscheinlich so stimmen. Wir kamen mit dem Boot und wundervolles Land, gnädige Menschen. Die Ureinwohner waren bekannt als eher gnädige Menschen und nicht sehr kriegsfreundlich. Aber ihr kennt, denke ich mal, ja die Geschichte.
Mit dem zweiten Teil, da haben die meisten dann eher ein Problem. So ließen wir sie in Frieden leben. Was jetzt von den Wikingern nicht unbedingt bekannt ist, dass das ein sehr friedfertiges Volk war oder die irgendwelche Leute in Frieden leben gelassen haben. Ganz im Gegenteil, die waren eher kriegslustig, will ich mal sagen. Der eine oder andere von euch wird bestimmt die Serie Vikings geguckt haben. Ich würde jetzt sehr gerne, eigentlich als Intro hätte ich gerne den Viking-Track genommen, aber ich glaube, da kriegt ein bisschen Ärger mit YouTube. Deswegen lassen wir das mal lieber. Und im Inneren haben wir dann soweit geklärt, genau, im Äußeren, im Runenband in Form von einer Schlange dargestellt. Da steht natürlich auch nochmal was. Das sind dann sozusagen einzelne Worte. Das ist jetzt nicht direkt, dass es jeweils ein Buchstabe wäre und getrennt wird das Ganze durch Kreuze und Punkte. Und was da steht, ist Folgendes. Sonne, viel Eis, Eis, Dauer, Krieg, Eis, Sonne, viel Eis, Sonne, Regen, brauchen Eis, Tod, Sonne, Gefahr, Eis, brauchen Regen, Tür, Reichtum, reichlich, Tür, bekannt als Kriegsgott, auch für manche bekannt aus dem Spiel God of War. Viel Eis, brauchen Krieg, Sonne, Regen, Tod, Tod, Eis, Geburt, Flussmündung, Eis, Eis, Gefahr, brauchen Kalt, Wasser, Sonne, gutes Jahr, Eis, Eis, Kalt, Tod, Tür, Reichtum, reichlich, Menschheit, gute Ernte, Kalt, Eis, Eis, Wasser, Eis, Luft, Eis. Soll übersetzt quasi, wir machen immer so ein bisschen von oben nach unten durch. Also Sonne, viel Eis, Eisdauer, Krieg, Eis, Sonne, viel Eis. Beschreibt erstmal eine sehr, sehr eisige, hartnäckige Eiszeit, in der sie ankamen. Was sie brauchten, war Sonne, damit Regen. Also was sie brauchten, war zum einen Sonne und auch Regen. Brauchen Eistod, Sonne, Gefahr, Eis, brauchen Regen, Tür, Reichtum, reichlich. Tür ist ja der Kriegsgott. Und der Krieg, der hier beschrieben wird, ist der zwischen Sonne und Eis oder zwischen Hitze und Eis, wie auch immer. Sonne, Gefahr, Eis, brauchen Regen. Ja. So, viel Eis, brauchen Krieg, Sonne. Also es gibt sehr viel Eis und sie brauchen unbedingt den Krieg der Sonne gegen das Eis. Regen, Tod, Eis, Geburt, Flussmündung, Eis. Das ist der Moment, als das Wasser dann endlich anfing oder das Eis endlich anfing zu schmelzen. Die Geburt einer Flussmündung wird dann beschrieben. Gefahr, Wasser, brauchen Kaltwasser, Sonne, gutes Jahr, Eis. Also die Gefahr mit dem Wasser ist jetzt sozusagen gebannt. Ja, Sonne, gutes Jahr, Eis. Jetzt sagen die meisten, dass im letzten Abschnitt beschrieben wird, dass das dann halt vaporisiert ist. Und eiskalt tot, also das Eis ist geschmolzen. Tür, Reichtum, reichlich, weil der Krieg sehr lange angehalten hat zwischen Eis und Sonne. Menschheit, gute Ernte, weil halt ne, das Land konnte aufblühen, es gab überall Wasser. Kalt Eis, Eiswasser, Eisluft. Also das ist der Teil, wo man davon ausgeht, dass das Eis vaporisiert ist. Und dann steht da wieder nur Eis. Und deswegen bin ich ein bisschen irritiert und könnte mir vorstellen, dass es auch bedeutet, dass das Eis wieder zurückgekehrt ist. Und eben die letzten Zeilen so zu verstehen sind, dass das Eis wieder kalt wurde. Eis wurde, also das Wasser wurde zu Eis, die Luft wurde eisig und alles war dann Eis. Könnte man auch so verstehen. Ist ein bisschen natürlich sowieso frei zu interpretieren, wie das gemeint ist. Aber das ist im Prinzip das, was wir aus diesen Schriften lesen können. So, das war ja jetzt mal eine ganze Menge. Und nun gehen wir nochmal rüber zu dem Grab und werden die ganze Sache hier mal abschließen. Da sind wir wieder zurück am Ort des Geschehens der vermeintlichen Grabstätte. Also es ist eigentlich keine Grabstätte. Von der Form her, die wir uns jetzt auch mal von oben ansehen werden, kann man eher davon ausgehen, dass es sich hierbei um so eine Art, ja, eigenes kleines Stonehenge handelt. Etwas, was hier die Ureinwohner sozusagen selber angelegt haben. Dann sind die Wikinger dazu gekommen und haben eben ja, angeblich sie in Frieden ruhen lassen. Aber entweder ist das falsch übersetzt worden oder man kann halt generell nur sagen, dass gelogen wurde, denn so ließen wir sie in Frieden leben. Davon ist mal eher nicht so auszugehen und das kann man ja auch ganz klar sehen. Deutlichstes Indiz, und deswegen habe ich die Sachen vorhin ja auch nicht angerührt, ist vor allen Dingen eben das,
Und hier sehen wir, dass eben ein Wikingerball nicht einfach nur irgendwo zu finden ist, sondern ganz klar in einem Kopf steckt, in einem Schädel drin steckt. Und dementsprechend ist eher davon auszugehen, dass dann hier ein Krieg stattfand, vermeintlich ums Land wahrscheinlich, als auch um den Reichtum, den sie vielleicht hatten, also Schätze etc. Ja, Gebrandschatz wurde ja viel bei den Wikingern geplündert und so weiter. Von daher ist eher auszugehen, dass hier ein Krieg stattgefunden hat zwischen den Ureinwohnern und den Wikingern, beziehungsweise wahrscheinlich haben die Wikinger einfach getan, was die Wikinger nun mal tun. Und wir können die Sachen natürlich auch einsammeln, was ich eigentlich schon zweimal bestätigt habe und nun dreimal. Und dann hat er es auch endlich mal irgendwann getan. So, das ist die erste Sache, die ihr finden könnt. Wir waren ja schon bei der zweiten. Bin ich hier richtig? Doch, ja. Und auch diese Sachen könnt ihr einstecken. Euch den Wikingerhelm nehmen. Ist immer besonders lustig, wenn ihr damit durch die Gegend lauft, wird das ständig kommentiert von allem und jedem, ob ihr nun im Camp seid und die Leute sagen, ob ihr Komiker werden wollt, so nach dem Motto, oder ob ihr damit irgendwie durch die Stadt lauft und alle sagen, ihr seid ein komischer Typ. Ist ziemlich lustig. Also ihr müsst mal ein ganzes Spiel, ihr müsst euch mal ein Spiel geben, euch den Wikingerhelm von Anfang an besorgen und dann wirklich permanent auflassen. Kriegt ihr sehr viele lustige Dialoge durchaus. So, und da kommt ihr nach wie vor nicht einfach so ran. Da müsst ihr leider ein bisschen hier das Grab schänden. Wobei man natürlich jetzt nicht weiß, wessen Köpfe dort genau liegen. Ihr könnt dafür eigentlich alles Mögliche nehmen. Im Augenblick habe ich leider nur die Waffen hier. Ich glaube, wir können allerdings auch mit dem Wikingerball selber ein bisschen aufräumen. Müsste schon gereicht haben. Jetzt können wir den antiken Kamm untersuchen. Und so sieht das gute Stück aus. Vergrößern, ja, bringt nicht allzu viel. Hier sehen wir auch nochmal diese Schlangenform, die wir auch an den Runen gesehen haben, weswegen man davon ausgehen kann, dass die beiden Sachen zusammengehören und dass die dann hier unten sich irgendwie bereit gemacht haben, das Land eingenommen haben und ja, eben getan haben, was Wikinger nun mal so tun, ne? Kriege ich jetzt auch meinen Ball noch wieder? Verdammt! Es ist jetzt in der Mauer. Ja, mein Ball ist schon wieder weg. Nein. Ihr habt das natürlich eingesammelt und dementsprechend habt ihr es auch nach wie vor. Ihr müsst es dann bloß wieder ausrüsten, wenn ihr jetzt beim Pferd seid. Meins ist wohl eben gerade hier irgendwie in der Grafik verschwunden. Einfach so. Ja, die 300. Folge. Schreibt mir gerne, was ihr noch so für weitere Theorien habt. Ob hier jemand geopfert wurde. Wir nehmen es mal an. Sieht ein bisschen aus wie so ein Opfertisch. Und ja, wer, wie gesagt, die Serie Vikings oder sich generell auch mit Wikingern schon mal auseinandergesetzt hat, der weiß über ihre blutrünstigen Taten, ihre ganzen Rituale, sowas wie den Blutadler und dergleichen Bescheid. Hier wird wahrscheinlich ganz schön krasses Zeug passiert sein. Der Ort hier ist auch ehrlich gesagt sehr, sehr cool aufzusuchen, wenn es gerade Nacht ist, neblig und der Mond scheint und eine besondere Melodie dann auch wieder einsetzt, so ein bisschen auf gruselig. Sehr cooler Ort, um nachts mal ein bisschen abzugruseln. Sehr empfehlenswert in der Hinsicht. Ja, also nochmal ein riesiges Dankeschön an die 300. Follower, die da reingesteuert sind. Es sind schon mehr mittlerweile, habe ich gesehen. Und dafür auf jeden Fall genauso riesiges Dankeschön. Und an den 300. nochmal ein kräftiges Au! Und ich verabschiede mich. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei irgendeiner anderen Spezialfolge. Ich habe da noch einiges in Planung. Und ich habe auch ein paar neue Entdeckungen gemacht, die dieses ganze Universum mal wieder auf den Kopf stellen werden. Das kann ich euch versprechen. Bleibt gespannt, seid in der nächsten Folge unbedingt dabei und bis dahin sage ich ciao ciao mit Gyros TV.